Ich grüße dich und ich freue mich riesig, dass du jetzt hier dabei bist. Denn heute möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen von meiner Tante, von meiner Gotta. Und sie ist 71 Jahre alt. Was wir alles immer wieder von Menschen lernen können, wer aktiv ist, wer nicht aktiv ist, was die Zukunft betrifft oder eben auch nicht. Gerade in dieser Zeit, momentan ist es wahrscheinlich schon eher vorbei, aber es waren zwei harte Monate für sehr, sehr viele. Die einen haben die Chancen genutzt, die anderen haben irgendwo alles verpasst. Und das ist schade und das ist unser Leben, dein Leben, mein Leben. Ja, und das möchte ich dir heute mitgeben. Wie oft hören wir diesen Satz? Ach, es ist eine schlechte Zeit, es kommt eine schlechte Zukunft auf uns zu, wir werden dies haben und jenes haben. Ja, das hören und lesen wir überall in den Medien. Wenn wir die Medien lesen, das solltest du eben sowieso nicht tun, denn da heißt es immer, die Zukunft ist nicht gut oder das ist nicht gut, weil wir Menschen irgendwo so gerne das Negative lesen. Aber das Wichtigste ist, es ist nicht die Zukunft, es ist deine Zukunft oder eben es ist meine Zukunft. Wie gestalte ich meine Zukunft? Wie gestaltest du deine Zukunft? Das ist das Wichtige und nicht die Zukunft. Es hat immer, egal ob Krisen sind oder keine Krisen sind, was für Umstände das sind, auch im normalen Alltag oder überleg dir ein Jahr zuvor, es gibt immer Menschen, die auf der Sonnenseite sind und die anderen auf der Schattenseite. Aber das wechselt dann vielleicht auch wieder mal. Aber vielleicht bleiben auch die auf der Sonnenseite immer auf der Sonnenseite, weil sie nicht die Zukunft sehen, die Situation, sondern meine Situation. Das ist meine Situation. Wenn ich mit etwas nicht glücklich bin oder so, dann kann ich nicht allen anderen die Schuld geben. Und es gibt aus allen, aus jeder Situation Möglichkeiten, da rauszukommen. Und jetzt komme ich zu meiner Tante. Sie ist Yogalehrerin, schon viele Jahre. Oder ich glaube, ihr Leben lang hat sie früher nebenberuflich gemacht. Aber immer selbstständig mit Yoga und hat sehr, ja, sie ist eine erfahrene Yogalehrerin. Daher ist sie auch mit 70, 71 natürlich noch sehr, sehr gefragt und überhaupt nicht fernab vom Markt. Und sie hat das auch beibehalten, auch als sie ins Pensioniertenalter gekommen ist, weil das ist ja das, was ihr Freude macht. Und das ist es ja, das ist doch das Schöne, wenn du eben etwas lebst, das dich bereichert. Das sind wieder mit anderen Themen, aber es passt gerade auch passend da rein. Und sie hat das immer mitgenommen. Sie ist nicht technisch versiert, absolut nicht. Kannst du dir ein bisschen vorstellen? Yoga ist schon ein bisschen mit, man verbindet jetzt nicht einen Technik-Freak dahinter, oder? Ist ja wirklich wahr und das sind ganz andere Elemente, mit denen du eigentlich den ganzen Tag befasst bist. Und das andere wird ausgesourcet, wenn es möglich ist, was Buchhaltung oder sowas betrifft oder wo halt einfach die Zahlen vielleicht weniger interessant sind. Jedenfalls war sie dann mal hier. Weiß doch nicht, vor wie vielen Jahren, ich sage jetzt mal mit 60, 65, also sie ist öfters hier, aber irgendwann, ich weiß noch, jedenfalls war ihr Alter schon angehoben, konnte ich sie überzeugen, also vielleicht nicht nur ich, vielleicht hat sie das immer wieder ein bisschen gehört, aber ich war, oder egal wer da, aber wir haben darüber gesprochen, einen Computer zuzulegen. Sie hatte zwar einen Computer, aber sie soll doch auf Mac wechseln und auf iPhone wechseln. Weil wir haben es angeschaut, für das, was sie das benötigt, wäre das eine einfache Sache. Damals war die andere Version noch nicht so gut und probier es einfach aus. Jedenfalls irgendwann, zwei oder drei Monate später, hat sie mich angerufen und gesagt, hey, ich habe mein erstes iPhone, ich habe meinen Mac und so. Und dann so fortlaufen. Sie hat dann Kurse belegt. Ich glaube, das war frisch pensioniert, 65 oder irgend so. Dann hat sie da selbst Kurse belegt, dass sie einfach das Nötigste aus dem Computer ziehen kann für das, was sie ihn braucht. Mehr nicht. Gut, das ist jetzt aber eben viele Jahre schon wieder auch seither. Und mehr hat sie dann auch nicht gemacht, was auch gut ist. Jetzt kommt die Quarantänezeit, jetzt kommt diese Corona-Zeit. Dann rufe ich sie in der ersten Woche an, sage, ach, wie geht es dir? Und ich habe ganz vergessen, ich habe nicht viele alte Menschen um mich. Die Älteren durften ja nicht mehr einkaufen gehen und ich habe das völlig furchtbar, ja, ist nicht gerade vorbildlich. Hat sie mir dann gesagt, ja, ich darf nicht mehr raus, ich bin ja im Risikoalter, aber ich konnte das jetzt gut organisieren, dass mir jemand die Einkäufe macht und so, und habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich ja sagte, okay, ich kann dir auch Pakete schicken und so, nein, sei organisiert. Jedenfalls hört es sich so an, so, wow, die sitzt jetzt den ganzen Tag in ihrer Wohnung, die hat eine Stadtwohnung zu oberst, also perfekte Lage, cool. Aber natürlich nicht cool, wenn du da wochenweise in dieser Wohnung sitzen musst.
Ich war gespannt, weil eben sie hat gesagt, ja, sie hat mir dann so geschildert, wie das ist, wenn du den ganzen Tag da in deiner Wohnung bist und rausschaust und ja, es läuft ja nicht mehr viel. Und ja, nun, gut, Wochen später hatten wir wieder Kontakt eben zum Geburtstag, also zwischendurch per SMS und alles und so. Aber jetzt halt nicht intensiv, dass wir da mehrere Stunden am Telefon sind. Ja, ich habe mich so erstaunt und ich bin so stolz auf sie. Weißt du warum? Weißt du, was sie jetzt getan hat? Vermutlich, ich stelle mir jetzt das so vor, die erste ein, zwei Wochen und so zu Hause, okay, voll, dann hat sie begonnen zu denken. Also sie ist sowieso ein Denker, sie ist sehr, sehr weise und geschult und die weiß sehr, sehr viel und wird bemerkt haben, hey, ich bin nicht eingesperrt, ich muss nicht eingesperrt sein, ich kann schon raus, aber ich muss einfach wissen, wie war wo. Das hat mich schon wahnsinnig fasziniert, dass sie da nicht einfach alles, ich meine, die Frau ist 71, also ich kenne 71-Jährige, nee, ich kenne schon 40-Jährige oder ich habe Freunde hier mit 30, 40 Jahren, die alles nur so sehen. Und das ist ja das Ding, dass wir das lernen, auch von anderen Seiten anzuschauen, zu überlegen, was heißt es jetzt genau, warum soll ich 24 Stunden nicht rausgehen, was hat das mit sich und so. Und dann, sie hat ja Yogaschülerinnen und irgendwann muss sie auf die Idee gekommen sein, das muss ich dann im Sommer, wenn ich sie besuchen gehe, muss sie mir das ganz genau erklären. Jedenfalls kommen wir zum Punkt, hat sie ihre Schüler via Zoom von zu Hause aus unterrichtet. Nein, das glaubt kein Mensch, oder? Das glaubt kein Mensch. Die lernen den Computer irgendwo mit 65 richtig kennen, also halt nicht einfach nur in einem Office anwenden, sondern du musst ja selbst dann aktiv sein. Nein, dann beginnt doch die noch von zu Hause aus ihren Unterricht wie gewohnt weiterzumachen. Und das mit 71 Jahren und das in einer Krisenzeit, wo nicht alles ja so motiviert ist, wo man sich ja wirklich selbst motivieren muss, selbst etwas tun muss, selbst aktiv sein, weil niemand anders, kein Schüler kommt und sagt, ach komm, ich helfe dir, ich mache das für dich oder deine Nachbarin oder eben ich oder irgend so. Nein, sie hat das ganz alleine gemacht und ich bin so stolz auf sie. Ich finde das so toll, wie aktiv sie das umgesetzt hat und sie hat gesagt, ja, es hat super gut funktioniert und es ging. Klar war das am Anfang komisch, dann bis die Termine funktioniert haben, dann auch ihre Schülerinnen, die sind ja alle auch nicht 20, denen musste das auch erklärt werden, aber es sind ja wirklich einfache Systeme, wenn man nicht die Augen schließt und das wollte ich dir sagen und daher auch wieder das Ding, es ist nicht die Zukunft, es ist meine Zukunft oder es ist deine Zukunft oder es ist deine Gegenwart, es ist deine Situation, nicht die Situation ist schlecht, sondern ist deine Situation schlecht, wenn du sie als schlecht empfindest. Aber nicht die Situation ist schlecht. Dann kannst du das ändern und dann kannst du durchstarten. Und das macht sogar meine Tante mit 71 Jahren. Also, das war meine kleine Motivation und Geschichte von heute. Bis zum nächsten. Danke dir vielmals. Bis dann. Tschüss.